Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr bestimmt schon am Titel gelesen habt, gehen wir heute campen. Und ich mache jetzt Erdnussbutter-Sandwiches mit Marmelade und Honig für uns alle, die wir dann mitnehmen werden. Meins mache ich zuerst, ich mag gerne Erdbeermarmelade. Dann mache ich die mal hier drauf. So, fertig. Und jetzt mache ich noch die Erdnussbutter drauf. Das erste Sandwich ist jetzt fertig. Jetzt mache ich mal noch die anderen. Alle Sandwiches sind fertig und die kommen jetzt in diese Brotbox. Dann bereite ich jetzt noch alle anderen Sachen vor und wir sehen uns dann, wenn ich fertig bin. So, da bin ich wieder. Also hier in diesen Rucksäcken habe ich jetzt schon einige Sachen eingepackt. Eigentlich schon fast alles. Es fehlen nur noch ein paar Sachen, die wir nicht da haben. Deshalb gehe ich die jetzt noch einkaufen. Übrigens, falls ihr euch fragt, wo Raphael und die Babys sind. Also Raphael holt sie gerade von der Tagesmutter ab. Und ich rufe jetzt mal Emma und Nelly und frage sie, ob sie mit einkaufen gehen wollen. Emma, Nelly, wollt ihr mit einkaufen gehen? Ja! Ja! Was gehen wir denn einkaufen? Und wohin? Also ich dachte mir, dass wir in den Shoppingcenter gehen. Sie haben dort nämlich eine neue Campingabteilung. Und von dort möchte ich noch ein paar Sachen kaufen, die wir dringend für unseren Campingausflug brauchen. Ah, okay, das hört sich super an. Gut, dann lasst uns gleich mal losgehen. So, da sind wir auch schon. Hier ist also die Campingabteilung. Was genau brauchen wir denn? Also das Erste, was wir brauchen, ist auf jeden Fall ein Campingkocher. Denn auf dem Campingplatz möchten wir ja auch zu Abend essen. Und die Brote, die ich mitnehme, reichen nicht ganz aus. Mama, ich glaube, hinter dir sind gleich schon die Campingkocher. Stimmt! Ja, die sehen gut aus. So einen nehme ich. Oh je, jetzt habe ich doch glatt einen Einkaufskorb vergessen. Wir können ihn holen! Oh ja, die sollten an der Kasse stehen. Okay. Hier, Mama, wir haben zwar keinen Einkaufskorb gefunden, aber dafür einen Einkaufswagen. Super, danke, Kinder. Ein Einkaufswagen ist auch okay. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist ein Campinglicht. Am besten eins, das batteriebetrieben wird. Wozu denn ein Campinglicht? Wir wissen nicht genau, wie gut der Campingplatz beleuchtet sein wird. Deshalb ist es gut, zur Sicherheit eine hell leuchtende Lampe dabei zu haben. Ja, damit es in der Nacht nicht so dunkel ist. Genau. Und ich denke, da oben auf dem Schrank sehe ich schon eine gute. Die nehmen wir. Apropos Lampe, die eine Taschenlampe, die wir zu Hause hatten, ist doch letztens kaputt gegangen. Können Nelly und ich uns beide eine Taschenlampe aussuchen? Ja klar, wo sind die denn? Gleich hier! Okay, dann kann sich jeder von euch eine nehmen. Zum Abendessen könnten wir heute im neuen Campingkocher Ravioli oder Bohnen kochen. Och nö, ich mag kein Ravioli. Und ich mag keine Bohnen. Ach Mensch, gibt's denn hier noch irgendwas anderes? Oh, ich sehe, hier gibt es Instant-Nudeln. Oh ja, ich liebe Instant-Nudeln. Ich auch, das sind die leckersten. Das trifft sich doch sehr gut. Die kann man auch im Campingkocher kochen. Dann nehmen wir die. Für jeden eine Portion, genau 4 Stück. Mama, was ist denn mit Mia und Leo? Für die beiden nehme ich ihre Milchflaschen und ihren Babybrei mit. Okay. So, ich glaube, dann haben wir auch schon alles. Mehr brauchen wir nicht. Okay. Okay, also ich möchte auch nichts mehr. Ich auch nicht. Gut, dann können wir jetzt bezahlen gehen. Guten Tag. Hallo. Das Ganze macht dann 48,90 Euro, bitte. Mit Karte oder bar? Mit Karte. Dankeschön. Bräuchten Sie noch eine Tasche? Ja, eine Tasche wäre gut. Gut, Sie können sich eine nehmen. Die sind direkt hier vorne auf dem Tisch. Das wären dann nochmal 20 Cent. Auf Wiedersehen. Tschüss.
eine Stunde später. Wir haben jetzt auch unsere Sachen für den Campingausflug gepackt und zeigen euch jetzt, was wir alles mitgenommen haben. Also, wir haben einmal unsere Schlafanzüge eingepackt. Das ist meiner. Und der da ist meiner. Dann haben wir natürlich noch Zahnbürste und Zahnpasta eingepackt. Die Zahnpasta habe ich mitgenommen. Hier ist meine Zahnbürste und die Zahnpasta. Und die rote ist meine Zahnbürste. Und dann haben wir natürlich noch unser Lieblingskuscheltier eingepackt. Das darf niemals fehlen. Das ist meins. Und das ist meins. Und zu guter Letzt haben wir noch die Taschenlampen eingepackt, die wir vorhin mit Mama gekauft haben. Tada! Und Schlafsäcke nehmen wir auch mit. Der blau-weiße ist meiner. Und der braune ist meiner. Die haben aber nicht in die Rucksäcke reingepasst, deswegen nehmen wir die extra mit. Genau. Dann komm, Nelly, lass uns mal runtergehen. Ich glaube, wir fahren nämlich gleich los. Ja, los geht's! Hast du alles? Ja, bei mir sind die Zelte, der Campingkocher, unser Essen und noch die ganzen anderen Sachen, die wir zum Campen brauchen. Gut, bei mir sind die Kleider, Zahnputzsachen und das ganze Zeug. Gut, ich denke, wir haben alles. Fahren wir jetzt endlich los? Ja, wir können jetzt losfahren. Also, wir haben alles gepackt. Hoffentlich habt ihr auch alles dabei. Ja, klar. Alles, was wir brauchen. Sehr gut. Geht das so mit euren Schlafsäcken? Ihr seid ziemlich vollgepackt. Ja, klar, das geht. Wir sind doch schon groß. Super, dann können wir jetzt los. Wow, wie schön es hier aussieht. Ja, total. Es ist wirklich schön hier. Ich schaue gleich mal hier auf dieser Karte, wo wir unsere Zelte aufstellen können. Ich weiß wo. Kommt, folgt mir. Ja. Oh, so eine coole Brücke. Ja. Ja, die ist wirklich toll. Aber kommt, lasst uns weitergehen und die Zelte aufstellen, damit wir nicht so viel rumschleppen müssen. Wenn wir alles abgelegt haben, könnt ihr euch dann alles anschauen. Okay. Hier sollte es doch sein, oder? Yay, hier ist es voll schön. Oh ja, finde ich auch. Dann lasst uns gleich mal anfangen, die Zelte aufzubauen. Eine halbe Stunde später. Yay, alles fertig! Ja! Ihr habt wirklich toll mitgeholfen, Kinder. Oh ja! Dann würde ich mal sagen, könnt ihr beiden euch hier auf dem Campingplatz umsehen, euch alles anschauen, aber bleibt bitte in der Nähe. Und Raphael und ich beginnen so langsam mal das Abendessen zu machen, okay? Alles klar! Okay, bis später. Bis dann, viel Spaß. Danke. Das Rosane ist mein und Nellys Zelt. Genau, und da haben wir auch schon unsere Schlafsäcke reingemacht. Voll gemütlich da drin. Total, und hier ist unsere Lampe. Wenn es dunkel wird, dann machen wir die an. Yep, komm Nelly, wir gehen uns jetzt mal alles hier anschauen. Auf geht's. Boah, schau mal, da ist ein Frosch. Cool. Und weg ist er. Oh, der war ja süß. Schau mal, da hinter dem Bach wachsen Blaubeeren. Oh, stimmt. Komm, lass uns die pflücken. Wir können sie waschen und dann essen. Ja, Waldblaubeeren sind bestimmt super lecker. Ich hole sie. Gut, aber pass auf, dass du nicht ins Wasser fällst. Na klar doch. Und hüpf. Das ist ganz einfach, da drüber zu springen. Ich pflück sie jetzt. Und hüpf. Super, aber womit sollen wir sie denn waschen? Vielleicht einfach hier im Wasser? Ja, eigentlich schon. Das ist Quellwasser, weil wenn ich meine Hand da reinmache, dann ist das Wasser richtig klar. Ja, und es ist kalt. Das heißt, es müsste Quellwasser sein. Ja, bestimmt. Komm, lass uns sie einfach da drin waschen und dann essen. Das überlebt man doch. Ja, genau. Ich denke, das sollte reichen. Lecker, der Rest ist für dich. Danke. Die schmecken total süß. Ja, richtig lecker. Dann komm, lass uns mal weitergehen. Hier sind wir also wieder an der Brücke, wo wir vorhin waren. Ah, ja, stimmt. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Diese Brücke hat nämlich gar kein Geländer. Ja, stimmt. Aber schau mal, diese schöne Aussicht und die Berge. Wow.
Oh ja, das sieht wirklich toll aus. Ah ja, hier sind wir wieder am Anfang. Ah ja, stimmt. Dann komm, lass uns wieder zurück zu Mama und Papa. Ja. Lecker, ist Abendessen schon fertig? Ja, gleich, die Nudeln kochen gerade. Also die erste Portion ist jetzt schon fertig. Okay, dann hole ich mal ganz kurz die Box mit dem Geschirr. Lecker. Ich gebe euch beiden mal noch euer Trinken. Guten Appetit. Danke. Danke. Von mir auch einen guten Appetit. Das war sehr lecker. Oh ja, fand ich auch. Wo sind eigentlich Mia und Leo? Die beiden sind vorhin eingeschlafen und wir haben sie ins Zelt gelegt. Übrigens habe ich noch Erdnussbutter-Sandwiches gemacht, falls ihr noch Hunger habt. Oh ja, Erdnussbutter-Sandwiches gehen immer. Ich möchte gerne auch eins. Und ich auch. Okay, gut, aber zuvor machen wir noch das dreckige Geschirr in die Box zurück. Also die waren wirklich lecker. Ja, die sind mir echt gut gelungen. 2 Stunden später. Kinder, es ist schon spät. Am besten ihr geht jetzt Zähne putzen und zieht euren Schlafanzug an. Und dann geht's ab ins Bett, beziehungsweise ins Zelt. Ja, aber Mama, wo sollen wir uns denn die Zähne putzen? Und ich muss auch noch aufs Klo. Ich auch. Keine Sorge, vorne am Eingang vom Campingplatz gibt es Toiletten, Duschen und Waschbecken. Ach so, okay. Dann nehmt euch mal alles mit, was ihr braucht. Ich gehe gleich mal mit euch mit und Raphael bleibt bei den Kleinen. Okay, dann holt mal eure Zahnbürste und euren Schlafanzug und dann können wir gleich los. Yep. Habt ihr alles, Kinder? Ja. Gut, dann können wir jetzt los. So, Kinder, wir gehen jetzt auch alle schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Und falls irgendwas ist, dann kommt einfach an unser Zelt und weckt uns auf, okay? Ja. Und zieht bitte dann auch eure Schlafsäcke an, damit es euch in der Nacht nicht zu kalt wird. Ja, machen wir. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafsack an. Und ich auch. Komm, dann lass uns jetzt auch in unser Zelt gehen. Dann gute Nacht, Emma. Gute Nacht, Nelly. Minuten später. Emma, du kannst auch nicht schlafen, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich höre halt so viele Geräusche und irgendwie habe ich voll Lust zu sehen, wie es jetzt in der Nacht hier aussieht. Ja, ich auch. Und wozu haben wir denn unsere Taschenlampen mitgenommen, wenn wir sie denn gar nicht benutzen? Stimmt, da hast du recht. Dann komm, lass uns eine klitzeklitzekleine Nachtwanderung machen. Außerdem wissen wir ja in- und auswendig, wie wir zu unseren Zelten zurückkommen. Also denke ich, ist das okay. Ja, ganz bestimmt. Dann komm, holen wir unsere Taschenlampen. So, wo wollen wir denn hingehen? Wie wäre es denn in diese Richtung? In der Richtung waren wir nämlich schon. Und in der anderen haben wir es noch gar nicht erkundet. Stimmt. Dann komm, lass uns mal dahin gehen. Okay, los geht's. Boah, was sind das denn hier für Tiere? Keine Ahnung. Und schau mal, dieser kleine Bach hier. Das sieht total schön aus. Ja, du hast recht. Oh, wie süß.
Ja, total. Komm, lass uns weitergehen. Oh, schau mal, hier ist so eine Art Höhle. Cool. Und was ist da auf dem Stein? Zeig mal her. Ich glaube, das ist so eine Art Glühwürmchen. Ja, das kann auch sein Licht ein- und ausschalten. Cool, so ein Ding habe ich ja noch nie gesehen. Oh, jetzt ist es weggeflogen. Naja, egal. Komm, lass uns weitergehen. Boah, da ist ja ein Minisee. Und schau mal, da vorne ist schon wieder so ein Glühwürmchen-Ding. Und schon wieder weggeflogen. Du, Emma, ich glaube, hier geht's nicht mehr weiter. Da ist nur noch so eine Felswand. Komm, lass uns wieder zurück zum Zelt gehen. Ich bin schon müde. Yep, ich auch. Auf der anderen Seite waren wir ja schon. Dort ist diese kleine Brücke mit dem See und dann der Eingangsbereich, wo die Toiletten sind. Da gibt's nichts mehr Spannendes zu sehen. Ja, da hast du recht. Dann komm, lass uns wieder zurück. Ah! Oh mein Gott, Emma, was machst du denn? Warum springst du denn in diesen See rein? Das war doch nicht meine Absicht. Ich bin voll ausgerutscht. Och Mensch. Dann komm jetzt schnell raus. Das Wasser ist bestimmt eisekalt. Jetzt wo du sagst, das Wasser ist eigentlich total warm. Siehst du, da steigen sogar Rauchwolken auf. Hä, es ist warm? Boah, keine Ahnung, warum das Wasser warm ist. Aber komm da jetzt trotzdem raus. Ja, ja. Abgesehen davon, dass ich jetzt klatschnass bin, funktioniert die Taschenlampe wenigstens noch. Wow, super. Wie sollen wir denn jetzt Mama und Papa erklären, dass du klatschnass bist? Das müssen wir ihnen doch gar nicht erklären. Ich ziehe meine nassen Sachen aus und ziehe die Sachen an, die ich vorhin anhatte. Und bis morgen früh ist mein Schlafanzug schon wieder getrocknet und keiner hat was gemerkt. Na gut, ich denke, das sollte klappen. Ja, bestimmt. Dann komm, lass uns wieder zurück. Ja, aber diesmal sei vorsichtig, nicht, dass du schon wieder ausrutschst. Ja, ja. So, ich ziehe mich jetzt kurz um. Na also, schau, alles halb so wild. Ja, ja, dann komm, lass uns jetzt ins Bett. Moment, da fällt mir gerade ein, dass wir gar nicht an unsere Kuscheltiere gedacht haben. Ups, stimmt. So, dann gute Nacht, Emma. Gute Nacht, Nelly.